Blick in jedem Fall. So, das. So, jetzt kommt der Ball über die rechte Seite mit John-Patrick Strauß, der ist schon im Strafraum. Sie zwei Dingerzahn und der trifft. Fünfte Minute. Tatsächlich auf Region Rostock geeinigt, wa? Ja. Ich sag hier immer die Ostbar-Auswahl. Ja, das ist egal. Das ist ja die Ostbar-Auswahl. Ja. 2-0 Kevin Schumacher. 20 Minuten hier mitzukicken. Und dann am Sonnabend, das müsste der 15. sein, gegen den polnischen Erstligisten Pogoń Szczecin. Und da wird es dann schon ein bisschen interessanter, was dann auch den Gegner angeht, weil ich denke, erste polnische Liga ist jetzt nicht so verkehrt. Dann ist und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. John Verhoek. Mit dem 3:0 in der 30. Spielminute. Olli Hüsing jetzt mal in Außenposition mit Nico Neidhardt. Der spielt den Ball in die Mitte auf Dressel. Auch eine gute Möglichkeit, aber spielt den Ball erstmal weiter wieder bei Lukas Scherf. Ist er jetzt fast an der Eckfahne und dann sieht er dort Fröhlich. Oh. Und wieder eine Glanzparade und dann ist es ist Hinterseher. Und zwar in der 58. Minute. Und wieder Danny Zimmermann, der richtig steht. Aber Güler schießt auch genau in die Richtung, wo er steht. Ne? Ja, also, du musst da auch stehen. Ja, da musst du auch stehen. So, jetzt, oh, gut aufgepasst von Dennis Dressel. Den muss er jetzt aber machen. Den macht er auch. Da wird der Ball kurz gespielt auf Sebastian Sündwold vom FSV Kühlungsborn, von Dennis Zimmermann, dem Torhüter. Und der wartet auf den Ball. Hansa im Ballbesitz, jetzt über die linke Seite mit Fröding. Der zieht rein, aber zieht nochmal wieder zurück. Und lässt dann Lukas Scherf flanken. Und Hinterseher. Lukas auf Lukas. Lukas Scherf auf Lukas Hinterseher. Meterpunkt. Zu Semi Güler wird abgewehrt. Neue Welle rollt über Nico Neidhardt, über Bachmann. Und jetzt Dressel, der den gut durchsteckt. Fröhling nochmal durchgesteckt. Scherf! War er noch dran oder war er nicht dran, der Lukas Hinterseher? War er. Und da habe ich ein bisschen Angst um Abseits gehabt eben.